Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello. 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 Langsam sprechen, die Leute angucken beim Reden. Ja. Und ich habe uns auch eingeschärft, Sie möchten bitte fragen. Ja, ich habe es vorbereitet für Sie. Ein Willkommensgeschenk. Für alle zusammen, für die Wohnung. Da hat mich die Herr Nickel gefragt. Wir fahren jetzt die Juliane, Heidrich und die Frau Kuhn. Wo ist er? Da ist er. Genau, da ist er. Sie fahren jetzt gemeinsam in Ihre neue Wohnung. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, dann auch mal zum Bahnhof wegen Zug, dann in der Schule. Das besprechen wir nachher alles in Ruhe. Ja? Mal einen Schritt nach dem anderen, okay? Okay. Schön, dass Sie da sind. Ja? Und auch Deutschland. Das kriegen wir alles hin. Ja, Sie fragten auch schon, vielleicht ist es auch die Chance, dass wir noch mal einen Deutschkurs vielleicht belegen können in der Schule oder ähnlich. Ja. Da reden wir später. Machen wir an. Also ich bin Cornelia Heidrich und die Inhaberin von Pflegemobil Heidrich. Gegründet haben wir am 01.01.2004, damals mit dieser Idee, diese ambulant betreuten Wohngemeinschaften zu initiieren. Heute haben wir um die 80 Mitarbeiter und betreuen im Schnitt 250 Patienten, mal mehr, mal weniger. Also im Grunde genommen seit 2005 bilden wir aus. Aber die Azubis werden immer weniger. Ich glaube, dieser Beruf, leider, muss ich jetzt mal sagen, hat wenig Attraktivität oder Akzeptanz in der Gesellschaft. Die ersten Jahre haben wir immer 4 Azubis gehabt. Jetzt zum Schluss, also auch vom Bildungsniveau her über diese Jahre, haben derzeit keinen Azubi. So einfach sieht das aus. Die Mitarbeiter, also wir wachsen ja sukzessive. Wir haben keinen Azubi. Ich glaube, das ist an irgendeiner Stelle verpasst worden. Ich sage mal, dass wirklich von der Regierung da ein Augenmerk drauf gelegt wurde. Im Grunde genommen ist das Kind eigentlich jetzt schon im Brunnen gefallen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir werden irgendwann dahin kommen, dass wir nicht mehr wissen, wie wir in unserem Beruf, wie wir die Menschen draußen, wo der Hilfebedarf da ist, versorgen können. Natürlich bin ich daran interessiert, Azubis zu haben, weil wenn die bei uns lernen, wissen die, wie wir ticken, was wir wollen, was wir transportieren wollen, eigentlich für die Gesellschaft, für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. 2 Mädchen und 2 Jungs, wenn ich das jetzt einfach mal so salopp sagen darf. Und wir ja eigentlich, also waren schon lange angekündigt und wir uns nur gefreut haben, dass es heute soweit ist. Und ich durfte sie einmal schon kurz begrüßen und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte richtig Gänsehaut. Also irgendwie, wir freuen uns jetzt drauf. Selbst wenn sie nachher nach den 3 Jahren zurückgehen, ist das eigentlich, was wir auch wollen. Dann haben sie so viel Rüstzeug mit, dass sie in ihrem Land was aufbauen können. Das ist das gemeinsame Wohnzimmer der Patienten. Genau, wir werden so überall mit offenen Armen empfangen. Na? Genau, das ist Frau Möritz, das ist eine Kollegin hier in der WG. Ne? Hallo. Vielleicht haben sie auch hier noch zusammen Dienst, je nachdem. Ne? Sehr, sehr positiv, sehr freundlich. Ich freue mich auch sehr. Auch jeder hat seine Wohnung selber eingerichtet mit eigenen Möbeln. So sieht jedes Zimmer anders aus, ne? Eine Wohnung für einen Patient. Genau, eine Wohnung, ein Patient, genau. Und jeder Patient hat hier noch sein Bad mit in der Wohnung, also mit einer Dusche und einer Toilette und so weiter. Wir haben vorne noch ein Gemeinschaftsbad mit einer Badewanne, das zeige ich Ihnen dann auch noch. Ja, gerne schlafen und du, der wird gleich. Wer, was tut? Schlauer sind. Erzählen. Wie ist denn Ihr erster Eindruck?
perfekt, super positiv. Dieses Altenheim gefällt uns sehr. Und die Klima dieses Altenheim ist freundlich und auch sauber. Ich bin zufrieden mit den Kumpels hier. Ja. Freundlich ist wirklich wahr. Wow, mein Schatz. Super. Okay. Eine Wohngemeinschaft für Senioren. Also wir organisieren dort den Haushalt für alle. Also wir waschen Wäsche, wir kochen, wir backen. Also wir machen alles, was man eben so zu Hause macht. Am Montag geht's los mit der Schule. Also für alle vier erstmal, für vier Wochen. Und nachher sind immer zwei in der Schule und zwei sind hier arbeiten. Als Politiker schäme ich mich fast, dass ich hier feststellen muss, dass Herr Nickel als Privatmann schneller war wie de gebaute politische Kraft. Und schneller als uns erkannt hat, dass es nicht 5 vor, aber 5 nach 12 ist. Wir brauchen, das wissen wir, diese ausländischen Kräfte. Und wenn ich zurückdenke, was ich emotional erlebt habe, kann ich nur mein Hut ziehen für diese jungen Leute, die die Mut gefunden haben, diesen Schritt zu gehen. Die Flüchtlingsstrom, die Migranten werden all unsere Probleme, was das angeht, nicht lösen. Ein Teil vielleicht schon, aber daneben wissen wir inzwischen, dass wir ja, Regelungen finden müssen, dass solche Aktionen einfach etwas einfacher zu gestalten sind. Wenn Sie von Herrn Nickel hören, was er für Probleme hatte auf seinem Weg hierher, dann sage ich, das musste es eigentlich nicht sein. Wenn so ein Mann sich so einsetzen will, dann sollten wir alle Gewehr bei Fuß stehen, um ihn zu unterstützen. Bei der nächsten Diskussion im Bundestag kann ich mal als eigene Erfahrung erzählen, was ein Privatunternehmer hier in meinem Wahlkreis gemacht hat. Und ich will es vortragen in der Hoffnung, dass ich dann auch meine Kollegen dazu bewegen kann, hier mal endlich mal tätig zu werden und nicht nur bla bla bla. Ich freue mich darüber. Ich denke, Sie sind in guten Händen, dass Sie eine gute Ausbildung machen in Ihrem Haus und dass Sie lange Freude haben an den jungen Leuten. Und Sie sind motiviert und freuen sich auch auf Ihre Tätigkeit. Vielen Dank, Dankeschön, dass Sie uns dabei haben. Ja, haben wir alles gut. Wir freuen uns ganz schön. Ja, genau. Hier übergebe ich Ihnen noch meine Mappe, ja, und dass Sie mit den Unterlagen, damit Sie allzeit juristisch sind. Sie haben uns in der letzten Zeit gut unterstützt und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit weiterhin so ist. Ich bedanke mich herzlich. Herr Nickel, ich werde immer für Sie da sein. Ich ziehe meinen Hut für einen Mensch, der schneller ist als gebaute politische Kraft. Ich schäme mich fast als Politiker, dass ich sagen muss. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch als Politik besser dieses Problem erkennen und Sie dann vielleicht auch besser helfen können. Okay, danke schön. Ja.